Herzlich willkommen zu Cyberpunk Red Starter Set. Wir spielen das Starterabenteuer in leicht abgewandelter Form. Ich habe hier fünf wunderbare Spieler. Ein paar Gesichter kennt man schon. Es ist vielleicht auch das ein oder andere Neue dabei, je nachdem, welche Let's Play-Reihe man schon gesehen hat. Wir haben links oben die Athene, die in Lost in Time and Space mitgespielt hat. Und sie spielt eine Nomadin namens Racer. Dann haben wir rechts oben im Bild den Johannes, auch aus Lost in Time and Space bekannt, der heute ein Tech spielt namens Torch. Unten links haben wir die Rike. Die spielt ein Solo namens Mover und man kennt sie aus Land of Shadows Staffel 1. Dann haben wir die Tati, die zum ersten Mal hier auf dem Kanal dabei ist. Sie spielt den Rockstar namens Forty. Und unten rechts haben wir den Justus, den man aus LOS sowie Lost in Time and Space kennt, der den Schieber namens Kreese spielt. Und wir spielen in einem fünfstöckigen Apartment-Komplex. Diese fünf Leute hier bilden die, ja, eine Art Zweckgemeinschaft, die dieses Gebäude verwalten. Das Gebäude, das gehört der Nomadin Racer und dem Rockstar Forty, die verwandt miteinander sind und dieses Gebäude geerbt haben. Es ist in der Nähe von einer K-Zone, von einer Kampfzone, das heißt von einem umkämpften Gebiet, ein bisschen weiter außerhalb von der Stadt. Das heißt, hier werden keine Steuern eingetrieben, es kommen keine Leute vorbei, die komische Fragen stellen oder eine Versicherung verkaufen wollen. Und dementsprechend ist auch das Klientel, was in diesem Gebäude lebt. Dieses fünfstöckige Gebäude ist so ausgestattet, dass die Technik von dem Tech namens Torch und anderen Mietern zusammengehalten wird und das Gebäude somit am Laufen gehalten wird. Und auf dem Dach befindet sich noch ein kleiner Guerillagarten, der von einem Gärtner namens Piku verwaltet wird. Das heißt, das Haus hat auch sein eigenes Obst und Gemüse. Natürlich ist es nur spärlich begrenzt und wird ja von der Wohngemeinschaft eingesammelt und eben ja, verkauft oder verzehrt. Eine Frage hätte ich noch an euch. Wie habt ihr euch das überlegt? Wollt ihr alle ein eigenes Apartment oder wohnt ihr gemischt in einem? Das könnt ihr euch noch überlegen, wie ihr das haben wollt. Also Mover hätte gern... Ja, die du. Okay, also Mover und Kreese haben ein eigenes Apartment. Wie ist das mit Racer und Forty? Habt ihr auch ein eigenes Apartment oder wohnt ihr zusammen in einem? Wenn wir verwandt sind, würde ich sagen zusammen, oder? Ein schönes, großes, jeder zwei Räume mindestens. Genau. Okay, also für euch wurde ein Apartment angelegt, wo eine Wand rausgenommen wurde, ist alles kein Problem. Ja. Und ihr habt ein bisschen ein größeres Apartment, perfekt, ja. Und dementsprechend wohnt Torch wohl auch alleine, auch wenn er es nicht will. Ja, ist mir auch recht so. Okay, wunderbar. Dann, weiß nicht, wann ihr aufsteht, wahrscheinlich alles so zwischen 10, 11 Uhr. Was ihr hört morgens immer, ist Musik, die sich so durch diesen Wohnblock zieht. Das ist ein Musiker, der da wohnt, der Rico Robinson. Der spielt Trompete, dann geht er meistens über zu Schlagzeug und Gitarre und ab mittags fängt er an, seine Videos zu schneiden, die er dann irgendwo hochlädt. Er hat mal in einer Band gespielt, die hieß The Night Children. Die wurde sehr schnell sehr populär und genauso schnell war es dann auch wieder vorbei. Und er hat halt noch so ein paar Auftritte in irgendwelchen Bars. Und Forty, du kennst ihn als Musiker. Vielleicht habt ihr auch schon mal zusammen irgendeinen Auftritt gehabt. Genau, und den hört man immer morgens im Hintergrund zu den üblichen Schießereien, die aus der K-Zone ab und zu mal rüberdringen, die euch aber nicht weiter beunruhigen, und dem Straßenverkehr unten auf der Straße. Und ja, so ist es dann irgendwann 11 Uhr. Racer und Forty sitzt vielleicht gerade beim Frühstück. Da klopft an eurer Tür. Ja, würde ich aufstehen und mal zur Tür gehen. Tatsächlich so, du gehst zur Tür, machst die auf, an dir drückt sich ein 11-jähriger Junge vorbei, dunkle Wuschelhaare, sagt nur einmal kurz Hi und hat eine E-Gitarre unterm Arm, die er sich selber zusammengebaut hat, und stürmt in eure Küche, Wohnbereich rein und sagt, hey, Forty, 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 das musst du dir anhören, ich hab hier was Neues. Und hockt sich hin, hat noch so einen kleinen Lautsprecher da vorbei und fängt an, sein neues Rockstück vorzutragen. Das ist Flint, ein 11-jähriger Junge, ist ein Straßenkid, den du irgendwo mal gesehen hast, der Musik gemacht hat. Und du hast ihn dann, ja, ihr habt ihm eine Wohnung da zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, was du von ihm verlangst. Vielleicht habt ihr mal den ein oder anderen Auftritt zusammen oder du bildest ihn so ein bisschen aus, du hast irgendwas an dem Jungen, hast dir gefressen. Er hat noch seinen Bruder mitgebracht, das ist der Dave.
Der ist 16 Jahre alt und Dave ist so ein bisschen, ja, also der gibt schon so einen kleinen Gänger ab, ne? Hat immer die Knarre im Hosenbund hängen und coole Sprüche drauf und sowas. Auf den muss man ein bisschen aufpassen, aber hey, es ist Night City und er kann ja machen, was er möchte. Ne? Aber die zwei leben da bei euch, auch im zweiten Stockwerk. Und er fängt dann an, aus seiner Gitarre dir sein Stück vorzuspielen. Er ist begabt, aber er ist noch lange nicht auf dem Level wie jetzt du oder Rico. Du kannst ihm schon noch das eine oder andere beibringen und er hockt halt da und ja, spielt halt los. Ne? Dann setze ich mich mal zu ihm und höre mal seiner Musik zu und versuche ihm Tipps zu geben. Ja, er spielt vorher, nimmt es auch immer gern an. Manches setzt er um, manches sagst du ihm jetzt schon zum dritten Mal. Wer weiß, ja. Genau, Razor, du stehst in der Tür und gehst wahrscheinlich wieder zu deinem Frühstück, oder? Erstmal kurz verwundert und setze mich dann wieder in mein Frühstück, ja. Okay, ihr habt heute noch Razor und Forty. Euch hat sich heute noch jemand angekündigt und zwar wollte sich eine neue Mieterin vorstellen, eine Jane Smith, die ja bei euch einziehen wollte. Ihr habt noch das Problem, dass das fünfte Stockwerk, das ist noch nicht so wirklich bewohnbar. Da gab es mal einen Wasserschaden, das Dach war undicht und da müssten die Wohnungen noch hergerichtet werden. Die unteren vier Stockwerke sind bewohnbar, also 1, 2, 3 und 4. Ihr wohnt im zweiten und ihr habt noch so 20% der Wohnungen sind ungefähr frei. Hier unten ist so ein Plan drauf, wie so ein Stockwerk aussieht. Also ihr habt da irgendwie, das sind 8 Wohnungen oder was, ne? Vielleicht sind auch ein paar ein bisschen kleiner. Und dann eine mehr drin oder eben eine ist ein bisschen größer wie jetzt bei euch im Fall, aber das ist so grob, wie dieser Komplex aufgebaut ist. Okay, genau, das ist das, was bei euch abgeht. Die anderen drei sind ja auch wahrscheinlich irgendwann aufgestanden und Torch bei dir, du bist, ja, weiß ich nicht, was deine Morgenroutine ist. Wahrscheinlich wirst du frühstücken und irgendwann irgendwas rumschrauben oder dann mal durchs Haus gehen, dein Hausmeisterjob mit wahrnehmen, gucken, ob noch alles da ist, wie es sein soll. Da klingelt dein Agent. Agent ist das Comlink von Shadowrun oder Smartphone, was wir jetzt benutzen. Sehe ich eine Anruf-ID? Ja, du siehst eine Anruf-ID. Dr. Carver ruft an. Ja, ich melde mich mit Torch hier. Ja, hi Torch, hier ist Dr. Carver. Dr. Carver ist eine Traumateam-Ärztin, die nachts fürs Traumateam arbeitet. Aktuell hat sie wohl gerade sich eine Woche freigenommen, ist ungefähr 1,80 groß, hat blonde gelockte Haare, ist immer ein bisschen ungepflegt so. Die bewohnt im dritten Stockwerk. Die hat ihre Wohnung innen drin ein bisschen verkleidet mit so Schaumstoff, dass sie nicht die Geräusche tagsüber hört, damit sie schlafen kann. Kommt auch ganz gut, weil sie hat auch die Wohnung nebendran noch mitgenommen. Und da hat sie sich so eine kleine Ripper-Klinik eingerichtet, die aber noch im Aufbau ist, davon kann sie noch nicht leben. Aber ja, sie ist da und sie ruft dich an und sagt, ja, ich hab ein technisches Problem. Hier funktioniert irgendwas und ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin gleich da. Danke. Ich habe noch einen Patienten, aber das stört dich ja nicht. Krieg mal hin. Gut, du nimmst die Treppen ins dritte Stockwerk. Ja, du hörst auch. Auch im zweiten Stock? Ihr wohnt alle im zweiten Stock, ja. Okay. Genau. Also du hörst auch den Rico Robinson, der aktuell noch bei der Trompete ist, ja. Und kommst im dritten Stockwerk an, klopfst an die Tür, sie macht sie dir auf und zeigt dir dann das Problem. Hi, hier stimmt was mit der Elektrik nicht. Also die Geräte hier funktionieren, aber die da drüben funktionieren nicht. Vielleicht kannst du mal drauf schauen, ich krieg's nicht hin. Ja, ich weiß mit Sicherheit, wo der Sicherungskasten ist. Als erstes gehe ich mal da hin. Schau, ob da irgendwas rausgefallen ist. Genau, also die Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Da ist alles gut. Es muss irgendein anderes Problem sein. Ja, dann nehmen wir Messgerät und messen die entsprechend. Steckt bloß alles durch. Genau. Ja, wie weit der Strom fließt, wo er aufhört. Sicher sonst auch irgendein Messgerät, wo ich gucken kann, Leitung in der Wand, wo ist noch Strom drauf. Okay, gut. Also versuch du, da mal einen Fehler zu finden. Du versuchst einen Fehler zu finden. Du kannst dann mal. Ist das alles im Wohnbereich oder auch schon Richtung dieser Klinik? Das ist im Klinikbereich eigentlich. Also, das ist ja. Da dann auch den Patienten? Ja, da liegt ein Patient, dem sie irgendwas am Auge rumfummelt. Also, du weißt, dass Dr. Carver medizinisch jetzt nicht so viel da auf dem Kasten hat, aber sie ist mechanisch gut unterwegs. Also, sie kennt sich mit Cyberware aus. Genau, und der scheint irgendwelche neuen Optics zu kriegen oder eine Modifikation da dran. Genau. Ja, dann habe ich mich mal kurz informiert darüber, mal hingeguckt und sonst mache ich mal Arbeit erstmal. Gut, dann würfel mal auf Elektronik.
müsstest du eigentlich haben, ne? War mit einem W10, oder? Genau. Eine 4 gewürfelt und ich habe einen Wert von 17. Okay, also du machst dich da dran an die Analyse und den Wert zu suchen. Das heißt, du hast einen Gesamtwert von 17, ja? 21. 21, ist 21, danke. Dann. Genau, das ist das, was ich brauche. Okay, gut. Du misst da ein bisschen die Schaltung durch, suchst den Fehler. Dann kriegst du Kreese, ebenfalls einen Anruf auf deinen Agenten. Ich weiß nicht, ob du wach bist beim Frühstück oder was du eben tust. Kommt auf die Uhrzeit drauf an, aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall vom Klingeln aufwachen, ne? Ja, genau. Okay, also wachst du gerade auf. Ich check natürlich auch erstmal die ID, ob ich den Anrufer kenne. Ja, ist auch jemand aus dem Haus und zwar Piku, euer Gärtner, sagen wir es mal so. Okay, ja, dann gehe ich ran. Ja, hi Chris, hier ist Piku. Kannst du mal hochkommen? Hi, Piku. Hochkommen in meinen Gemüsegarten. Okay, was geht's denn? Ich habe ein paar Gurken, die kannst du verticken und ich habe auch noch ein paar Tomaten und ich brauche noch was. Alles klar, ja, ich komme hoch, ja, wir sehen uns gleich. Gut, danke. Dann, ziehe ich mich mal an und mache mich auf den Weg aufs Dach. Okay, gut, du läufst zum Dach hoch. Währenddessen klingelt bei dir, Mover, auch dein Agent. Es ist auch jemand... Also ich werde wahrscheinlich auch gerade so am wach werden, reibe mir ein bisschen den Kopf, weil ich wahrscheinlich von den Medikamenten, die ich mit zum Einschlafen reingeschmissen habe, vielleicht noch nicht so ganz da bin und guck so ein bisschen verschlafen auf meinen Agent und wer da anruft. Wer da was von mir wie um die Zeit. Genau, es ist Grand Royal Young, man nennt ihn Royal. Das ist auch ein Solo im Haus. Es ist so, dass ihr relativ ruhig da wohnt, weil Kreese, euer Schieber, Rex, einem anderen Schieber immer regelmäßig Geld zukommen lässt, dass euch Gangs in Ruhe lassen und sowas. Und im Haus wohnt dieser Royal, das ist auch ein Solo, der mit für die Sicherheit zuständig ist. Also mit dir, der ein bisschen drauf guckt, dass ihr auch wirklich da in Ruhe leben könnt und das Haus da in Ruhe gelassen wird. Ja, und der ruft dich eben an. Sofort schlagartig wach, weil ich denke, okay, vielleicht ist irgendwie hier Alarm und geh ran und was ist los? Ja, kannst du mal runterkommen in den ersten Stock? Hier sind so ein paar, gibt's Ärger? Paar Typen, ja, weiß ich noch nicht. Sollen wir mal zusammen drauf gucken? Ja, bin sofort bei dir. Ja, und ich springe aus dem Bett, schmeiß mir meine schwere Panzerung an und gehe niemals ohne diese schwere Panzerung aus der Wohnung. Ja, und geh runter. Also Vollmontur inklusive Kopfschutz, ja? Immer Vollmontur. Alles klar, immer. Gut. Nimmst du auch dein Sturmgewehr mit? Ich glaube, du hast eins. Oh, klar. Ja, okay, gut. Ich meine, ja, ist gut. Also, ich bin hier der Security-Mann. Mhm. Kann man auch alles zeigen, was man hat. So. Genau, gut. Also du gehst dann runter in den ersten Stock. Alles klar, währenddessen bei euch, Flint ist mit seinem ersten Stück durch und meint, 40-40, pass auf, ich habe noch ein zweites. Es ist aber ein bisschen improvisiert. Ein bisschen Zeit haben wir noch, Flint. Ja, genau. Fängt dann an, sein zweites Stück da zu spielen. Da klingelt es bei euch. Es klopft nicht an der Tür, es klingelt tatsächlich. Oh, doch nicht mehr so viel Zeit. Dann gehe ich mal Richtung Tür. Okay, ich komme mit und stehe ein bisschen im Hintergrund. Okay, ihr geht zur Tür, da habt ihr so ein Videosystem. Es steht niemand bei euch direkt vor der Tür, sondern unten vorm Haus steht eine ältere Dame, relativ gepflegt, kurze graue Haare, hat einen Mantel um, so ein Pelzmantel, wahrscheinlich kein echter Pelz, aber damit es ihr nicht kalt wird, wobei gerade von der Jahreszeit her, wir haben so Frühling, es geht von den Temperaturen total. Und sie steht unten vor der Tür und wartet auf Einlass. Ihr vermutet, dass es diese Jane Thmiss ist. Genau. Lassen wir sie mal hoch, oder? Ja. Wir sind ja zu viert gerade. Wir machen mal auf. Mach auf. Okay. Sagt ihr noch, wo sie hin muss? Oder holt ihr sie ab? Oder wie läuft das? Die kennt sie ja nicht aus, ne? Naja, ist es nicht so wie in jedem Wohnhaus mit den Stockwerken und den Klingeln und so? Wenn ihr das so habt, also dass das unten die Technik so funktioniert, dass das so ist, dann funktioniert das so, ja. Aber es ist nicht. Dann ist das so. Dann ist das so. Okay. Dann warten wir jetzt mal, dass sie den zweiten Stock hochkommt. Okay, das heißt, euer Tech hat ganze Arbeit geleistet und das Ganze funktioniert da unten in dem Anzeigesystem. Dann nimmt sie die Treppe hoch, kommt ins zweite Stockwerk und läuft den Flur hinter, wo ihr dann wahrscheinlich schon in der Tür steht. Ja, guten Morgen. Schön, dass das geklappt hat. Frau Smith?
Richtig. Ja, dann kommen Sie doch mal rein. Kommt rein, guckt euch beide noch an, meint 40 und Racer. Deutet auf die richtigen Leute, also scheint euch richtig zuordnen zu können. Sehr gut, ja, genau richtig. Jupp. Okay, und dann, ja, betritt sie die Wohnung und schaut halt, wo sie sich hinsetzen kann. Bestimmt irgendwo noch so ein ganz kleiner Fleck am Boden frei, oder? Wo keine Gitarre liegt oder sowas. Ja, ich weiß. Ihr den Stuhl an. ihr habt Möbel, aber ja, wahrscheinlich gibt es noch einen Fleck. Sie nimmt dann den Stuhl und setzt sich dahin, ja, genau. Gut. Und Sie sind auf der Suche nach einer Wohnmöglichkeit? Ja, genau, richtig. Ich suche irgendwas, was ein bisschen raus aus der Stadt ist, aber auch nicht ganz so schmuddelig. Und Ihr Apartmentblock wurde mir empfohlen. Von? Das wem? Müsste ein Bekannter von Ihrem Schieber namens Grease sein. Ah, okay. Sehr gut. Ist doch richtig, oder? Ja, je nachdem. Also den Bekannten kenne ich jetzt nicht, aber wird dann schon so stimmen. Ja, genau. Und ich würde gerne einziehen. Also wenn Sie was hätten, vielleicht nicht gerade im Erdgeschoss, ein dritter, vierter Stock, fände ich völlig in Ordnung für mich. Wenn da noch was frei wäre, würde ich die Wohnung gerne nehmen, wenn das für Sie in Ordnung geht. Der vierte Stock war noch was frei, gell? Hast du gesagt, 20% ungefähr? Ja, ja. Irgendwo ist immer was frei. Oder sind nur noch Erdgeschosswohnungen frei? Nee, ihr habt überall noch was frei. Okay. Ah ja, also zufällig hätten wir noch was im dritten Stock frei. Im dritten? Okay, ja, das würde ich dann gerne einmal kurz besichtigen, aber ich denke, das wird in Ordnung sein. Würden Sie mir ja, wir können ja mal zusammen hochschauen, oder? Racer, kommst du mit? Ja, klar. Flint, ihr könnt ruhig noch ein bisschen spielen, aber brav sein. Ja, okay, cool, klar. Dann gehen wir mal hoch, oder? Okay, ihr geht mit ihr hoch in den dritten Stock. Währenddessen hast du, Torch, das Elektronikproblem gefunden. Du vermutest, dass es ein Kabelbruch in der Wand ist. Vielleicht hat es irgendeine Ratte oder Maus durchgenagt. Dafür müsstest du die Wand ein bisschen aufstemmen an einer Stelle und dann mal gucken, was da los ist und was da so an der Wand rumwuselt. Würdest du aber wahrscheinlich nicht jetzt machen, während sie gerade Kundschaft hat. Ich würde erst mal sagen, ich werde jedes schwere Werkzeug nur dabei haben, um hier die Wand aufzubrechen. Ich wusste nicht mehr, worum es geht. Da werde ich dann erst zu meiner Wohnung das passende Werkzeug holen, um zu fragen, wann es ihr passt, wann nichts macht, wann es mit dem Patienten durch ist. Ja, also wir brauchen noch ungefähr 20 Minuten und dann wären wir damit durch. Ja, passt. Dann trinke ich noch einen Kaffee, hole das passende Werkzeug und dann bin ich in 20 Minuten wieder da. Okay, alles klar. Danke. Dann gehe ich wieder runter in meine Wohnung, suche meine Sachen zusammen. Auch ein bisschen ersatzteilmäßige Stromkabel nehme ich mit, dass ich das auch ersetzen kann, das kaputte. Oder irgendwie flicken kann. Okay. Und schenk mir aber erst noch einen Kaffee rein, bevor ich wieder hochgehe. Okay. Gut. Das ist das, was du machst. Dann kommst du, Grease, auf dem Dachgeschoss an. Ja. Gehst da raus und da sind so mehrere Gewächshäuser eingerichtet. Und ja, da steht euer Gärtner. Ihr wisst nicht genau, wo er herkommt, was er mal gemacht hat. Ihr wisst, dass er Pico heißt, er ist relativ groß, so an die 2 Meter, hat verchromte Arme, hat oft so ein Messer zwischen den Zähnen, das er ab und zu verwendet, um irgendwas abzuschneiden. Ansonsten macht er auch viel mit seinen Cyberarmen, die sind ja kräftig genug. Ihr vermutet, dass er irgendwie mal ins organisierte Verbrechen verwickelt war und jetzt halt da so seine Auszeit hat. Er scheint auch schon ein bisschen älter zu sein. Und er hat einen grünen Daumen. Also er kann sich echt gut um Gemüse und Obst und sowas kümmern und ist bei euch eingezogen. Ist schon echt, der gehört schon zum Hausbestand dazu. Und ja, passt da oben halt auch auf. Er hat eigentlich auch eine Wohnung irgendwo, aber oft pennt er auch auf so einer Gartenliege in so einem Gewächshaus, weil er sein Gemüse bewachen möchte, dass da nicht irgendeiner an seine Gurken geht. Das kann er gar nicht ab. Und ja, der ist auch gerade irgendwo am Rumwurschteln und als er dich sieht, meint er, Grease, komm mal her. Ja, Pico, wie geht's dir? Ja, alles gut soweit. Der Garten macht sich ja prächtig hier. Ja, aber ich brauche Dünger. Das ist genau der Punkt. Ich brauche frischen Dünger. Und zwar irgendwie ein bisschen geileres. Also hier erstmal das hier, ne? Das sind ein paar Gurken, die kannst du mitnehmen. Was würdest du für die Gurken verlangen? Ja, also ganz ehrlich, also überlasse ich dir, das kriegst du schon hin, die Gurken zu verkaufen. Aber ich würde sie nicht essen, ja, weil die sind
Ich habe die Strahlungsbelastung gemessen, die war jetzt nicht so toll. Irgendwas da schiefgelaufen. Also verkauf die. Und auch irgendwelchen Leuten, die du nicht leiden kannst. Und hier die Tomaten, die sind aber in Ordnung. Also die, die können wir selber essen, die kannst du im Haus verteilen, was weiß ich, mach damit, was du willst. Das würde quasi, das wäre dann wieder meine Monatsmiete für den Monat, ne? Und dann, ich würde einfach mal eine Tomate reinbeißen, wenn er sagt, dass man die essen kann. Ja, gut. Ich vertraue dem Mann. Ja, du vertraust dem Mann. Also frische Lebensmittel sind extrem kostbar, weil die sind selten. Natürlich ist jetzt das, was Pico da auf dem Dach anbaut, das geht natürlich noch geiler, ja, weil wie er gerade schon gesagt hat, er braucht Dünger und sowas. Das ist jetzt kein super Gewächshaus, was er da hat, aber es ist ein frisches Lebensmittel und das ist so, ja, das Beste, was du kriegen kannst. Es gibt noch so Synthetikfutter und Kibbel und Fertigsachen sind so das, was schon besser ist als Kibbel. Mhm. Kibbel ist so alles, was dein Körper braucht, in Anführungsstrichen, ja, aber schmeckt halt echt zum Kotzen. Und so eine Fertigpizza ist schon echt richtig geil. Und wenn du eine Tomate hast, ist das Premium, ja. Genau. Und du beißt jetzt einfach mal in so eine Tomate rein. Mit dem Frühstück, oder? Guck dann noch so mal, okay, lass dir schmecken, ja. Du musst doch wissen, was ich den Leuten verkaufe. Ja, klar. Ja, schmeckt nicht schlecht. Was für Dünger brauchst du? Ja, irgendwas Organisches. Ich meine, muss mal gucken. Ich meine, du weißt damit, was ich dünge hier, ne? So, was man halt in der Kanalisation findet. Sowas brauche ich nicht. Ein bisschen frische Erde wäre auch nicht schlecht. Irgendwie, okay. Ja, guck halt mal an, was du rankommst. Und wenn du was hast, dann ruf mich am besten an, dann kann ich auch. Oder nimm mich mit, wenn du jemanden hast, der was verkauft. Ist auch gut. Ja, ich glaube, da habe ich den richtigen Mann. Ich versuche den mal zu erreichen und guck mal, was ich für dich organisieren kann. Okay, cool. Das klingt doch gut. Was pflanzt du eigentlich noch so an? Naja, kennst doch hier. Wir haben Salat, wir haben Tomaten, wir haben ein paar Gurken. Und ja, das Obst ist immer ein bisschen schwierig. Da hinten habe ich ja noch diesen kleinen Mini-Apfelzweig da, wo ein bisschen Äpfel mal dran wachsen könnten, aber das ist echt mickrig. Also Obst geht noch nicht gut, Gemüse geht gut. Und vielleicht kriegen wir ein paar Erdbeeren dieses Jahr, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Aber Erdbeeren wären halt richtig gut, ne? Erdbeeren wären richtig gut. Weißt du, wie lange ich schon keine frischen Erdbeeren mehr gegessen habe? Nee, weiß ich nicht. Wie lange? Keine Ahnung, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ist wahrscheinlich schon ewig lange her. Ja, ich glaube, die verkaufen wir auch nicht. Mal vor die reden, aber die verkauft die, glaube ich, nicht. Kommt auf den Preis drauf an, ne? Wenn es genug ist, würde ich sie verkaufen. Und ob sie eine neue Gitarre braucht, wer weiß. Aber das glaube ich nicht. Alles klar. Nee, ich guck mal, was ich wegen dem Dünger machen kann und melde mich dann bei dir. Ja, cool. Danke. Alles klar. Kein Thema. Ja, du nimmst dann die Kiste Gurken und Tomaten wahrscheinlich und machst sie wieder auf den Weg. Genau, ja. Okay. Würde erstmal runter meine Wohnung stellen. Alles klar. Ja, dann kommt der Solo-Mover. Du kommst am ersten Stock an, wo Royal im Flur steht und aus dem Fenster rausguckt. Er hat auch die volle Montur an. Mhm. Guckt dann zu dir und meint, hast du besser geschlafen als ich, oder? Weißt du, wie es ist. Was einschmeißen, das hilft, wenn man nicht schlafen kann. Ja, schau mal da unten. Siehst du die zwei Typen da? Ich würde aus dem Fenster schauen und gucken, was ich sehe. Ja, würfel doch mal auf Wahrnehmung. Würfel mal auf Wahrnehmung. Warte, wo ist Wahrnehmung nochmal? Ist das eine Fertigkeit? Ah, ist eine Fertigkeit, okay. Genau. Ich habe eine 10 gewürfelt, dann darf ich nochmal, ne? Jo. Sind 27. 27, okay. Ja. Das ist schon krass gut. Also dir fallen die zwei Typen auf, die da stehen, die ihr meint, das sieht aus wie so irgendwelche Typen von so einer Booster-Gang oder sowas. Und dir fallen weiter links auch nochmal zwei so Typen auf. Die haben alle so blaue Kopftücher oder ein blaues Armband oder sowas, also so ein blaues Tuch irgendwo drumherum gewickelt. Und die zwei da, die du auf dir gedeutet hast, die scheinen euren Apartmentblock so ein bisschen abzuchecken. Und die anderen beiden stehen hinten wohl zur Absicherung. Und es sieht aus wie irgendwelche Boostergänger, die vielleicht in Zukunft irgendwas vorhaben, ja. Da würde ich zu Royal angucken und sagen, ich dachte, die Gangs lassen uns in Ruhe. Was ist los? Was haben die vor? Hast du eine Idee? Nee, keine Ahnung. Ich würde sagen, wie bitte? Sollen wir die aufmischen und denen klar machen, dass es nicht hier ihr Revier ist und dass sie sich verpissen sollen? Auf jeden Fall. Dann lass runtergehen. Ich überlasse dir das Gequatsche. Vielleicht haben wir noch ein paar Infos. Ich sehe ja nach hinten ab. Okay, können wir so machen. Gut, dann geht ihr.
geht ihr runter in den ersten Stock, ja. Oder ja, ins Erdgeschoss halt, genau. Genau, und ja, ich würde da jetzt auch gar nicht, würde da ziemlich straightforward hingehen und irgendwie einfach mal hier die halt direkt mit, ja, sehr mit dem mit bösem Blick anschauen, dass sie direkt vielleicht schon mal Schiss kriegen. Weil ich glaube, wir sind beide schon ziemlich imposante Erscheinungen, dass sie einfach schon mal so ein bisschen eingeschüchtert sind und wird halt die direkt konfrontieren, was sie hier treiben. Okay, also ist eure Strategie, passt, also ihr geht jetzt nach unten. Ja. Währenddessen kommt Racer und Fortier kommt im dritten Stockwerk an. Ja, dann gehen wir mal zu der Wohnung, hätte ich erstmal gesagt, oder? Zu der. Und schauen die mal an, in welchem Zustand auch immer die gerade ist. Ob der Hausmeister nochmal kommen muss. Ja. Ja gut, ihr macht die Wohnung aus, auf, ist jetzt nicht zugemüllt oder sowas. Also ihr schaut schon, dass das einigermaßen in Ordnung ist. Ich meine, das, davon lebt ihr ja letztendlich, dass ihr da Wohnungen vermietet. Und zeigt ihr die Wohnung, sie schaut sich die an, es sind auch noch ein paar Möbel drin. Also die meistens nehmen die Leute das nicht mit, sondern gucken halt, was kaputt ist und ersetzen es irgendwie. Ja, man muss mal lüften und je nachdem, was für ein Sauberkeitsfimmel man hat, muss man putzen. Forti denkt wahrscheinlich, oh, das passt alles, die ist super gut, ja. ja, sie guckt sich die Wohnung an, schaut sich einmal kurz um und meint, ja, das geht klar für mich. Und Sie wollen dann selber hier einziehen? Ja, ich zieh hier ein, heute. Und heute? Okay. Sie greift dann in ihre Tasche und ja, übergibt ihr 3 Monatsmieten. Im Voraus, was ungewöhnlich ist. Meistens ist es so, dass die Leute vielleicht mal eine zusammenkratzen können oder auch eher unpünktlich zahlen und eher später, aber sie packt ihr da 3 Monatsmieten auf die Hand. Okay, wie verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Diverse Geschäfte. Okay, ich glaube, da muss ich mal mehr wissen dazu, aber das geht dann klar. Wir machen einen Mietvertrag. Und lassen ihn irgendwann zukommen. Mietvertrag, ja, okay, selbstverständlich. Gut. Meistens schmeißt du die Leute einfach raus, wenn sie sich nicht mehr benehmen. Ja. Genau. Das muss ich ja nicht von vornherein sagen. Ja, genau. Oder lässt rausschmeißen. Ja, wozu haben wir denn die 2 Solos? Also genau. Bitte. Ja, gut, also. Nee, dann. Gebe ich ihr mal einen Schlüssel oder was auch immer, Zugangschip oder wie auch immer das bei uns funktioniert mit der Wohnung und drehe mich um, bin irritiert und gehe Richtung unserer Wohnung. Mhm. Ja, ich komme mit. Ich gucke auch ein bisschen verwirrt. Das, ich flüstere dann auch, Isa, das ist doch nicht normal, oder? Nee, also das ist schon echt verdammt viel Kohle. Weil für uns ist gut, aber... Müssen wir mal im Auge behalten, oder? Definitiv. Wer weiß, was wir uns hier reingeholt haben gerade. Sagen wir es den anderen noch? Warten wir erstmal noch. Okay. Dann gehen wir mal runter. Okay, dann geht ihr runter in eure Wohnung wieder, wo immer noch Flint ist. Dave ist nicht da, sondern nur Flint. Sehr gut. Und ja, der übt noch weiter auf seiner Gitarre und meint, ja, hier, Forti, schau mal, ist das jetzt besser? Und... zeigt dir irgendeine Verbesserung, die er meint, eingebaut zu haben. Er hat sich bemüht, sagen wir es mal so. Hat sich redlich bemüht? Ganz genau. Sehr gut. Es wird, Flint, es wird. Ja, cool. Probier doch mal noch das aus und ich zeige ihm wieder irgendwas. Okay, gut. Du zeigst ihm noch ein bisschen was. Er probiert es aus. Ja, er muss einfach noch üben. Es ist so, wie es ist. Genau, währenddessen kommen die 2 Solos unten im Erdgeschoss an, ihr geht zur Tür raus und deine Strategie, Mover, war jetzt direkt auf die zu und anquatschen. Ja. Okay. Ich würde gerne so ein bisschen, ja, gucken, wer so ein bisschen wie der Chef der Truppe aussieht oder der hier gerade in dem Moment so das Sagen hat und würde nämlich gerne erstmal direkt auf den gehen. Mhm, okay. Also ich dachte, vielleicht muss ich einen Wurf machen. Aber gut, dann geht okay. Dann analysiere ich den, der aussieht wie der Boss oder der Anführer gerade, der die Befehle gibt und würde halt direkt auf ihn zugehen, bis auf halt ein paar Meter und sagen, genau, was nee, treibt ihr hier? Genau, dein Wahrnehmungswurf vorher war so gut, du weißt das, wer der Chef ist. Genau, du gehst auf und fragst, was treibt ihr hier? Der eine Typ von den beiden, der sieht euch erst, als er vor ihm steht. Und das ist auch der Boss. Und der andere, der war so ein bisschen, guckt zu euch, guckt zu ihm. Und schaut so ein bisschen hin und her und sein Boss
kapiert es halt erst, als ihr da steht, guckt dann hoch und meint, wir schauen bloß. Sieht aber nicht so aus, als ob ihr schaut. Und ich würde zu der anderen Truppe, die noch ein bisschen weiter absteht, rüber gucken und sagen, ist hier ein Wohnviertel, ihr habt ja nichts zu suchen, verpisst euch. Hast du einschüchtern oder sowas? Ich habe verhören, wenn das irgendwie im weitesten Sinne passt. Ansonsten habe ich noch überzeugen. Ja, das sind die zwei Fertigkeiten, die ich habe. Ansonsten kann ich es mit Coolness oder so. Also das sind so die zwei, die am ehesten passen würden. Okay. Kann aber auch direkt eine reinhauen, weil Bosskampf habe ich auch. Das wäre jetzt erstmal überzeugen. Ja? Okay, überzeugen. Machen wir mal überzeugen. Überzeugen habe ich erstmal eine 16. Ja, okay. 16. Ja, also die heben beschwichtigen ihre Hände und meinen, ja, okay, wir hauen ab, kein Problem. Gut. Vernünftig, würde ich noch hinterher sagen. Und würde aber schön warten, bis die sich wirklich alle verzogen haben. Ja, also die einen laufen die eine Richtung weg und er hat noch den anderen zugewunken und die gehen jetzt nicht an euch vorbei, sondern die hauen auch in die andere Richtung ab. Von der Bewaffnung her hatten die vielleicht irgendwo eine Knarre drin stecken oder sowas, aber nichts jetzt, was irgendwie in die Richtung kommt von dem, was ihr jetzt dabei hattet. Ja, genau, okay, gut. Dann würde ich aber trotzdem gucken, weiß nicht, ob die da irgendwas markiert haben vielleicht für andere Gangmitglieder oder ob die irgendwie was da gemacht haben an der Wand oder ob die da einfach, also ich versuche irgendwie auszufinden, um nachzuvollziehen, was die da vorhatten irgendwie. Das also, ob ich da irgendwelche Hinweise drauf sehe. Genau, das wäre dann nochmal ein Wurf auf Wahrnehmung, bitte. 18. 18? Mhm. Ja, okay. Da fällt dir jetzt nichts groß auf. Schade. Ich würde da zu Royal gucken und sagen, es war ein bisschen zu einfach, glaubst du nicht auch? Naja, also wenn die uns jetzt straight angegriffen hätten, dann wären sie ziemlich blöd gewesen, glaube ich. Aber ja, wir kommen bestimmt wieder. Ja, ich glaube auch. Das soll man mal im Auge behalten und ich würde mal Rex anrufen, was hier los ist. Weißt du hier, Typen mit blauen Bändern, was das für eine Booster-Gang ist? Welche es gibt mit diesen Farben da? Sagen die mir was? Kann ich da auf irgendwas würfeln für Allgemeinwissen oder so? Ja, ich glaube, Straßenwissen gibt es hier noch nicht. Grease, hast du Straßenwissen? Ja. Ich glaube nicht, ne? Ne, ich habe nur Ortskunde. Aber Straßenwissen habe ich nicht. Okay, dann würfel mal auf Allgemeinwissen, ja. 15. Okay. Sagt dir jetzt nichts. Schade. Ja, keine Ahnung. Also hab so dieses Gangzeichen sagt mir leider gar nichts, aber vielleicht weiß Rex da ja auch mehr. Auf jeden Fall sollten wir auf jeden Fall wachsam bleiben in nächster Zeit. Hast du eine Idee, was die hier wollten? Ich meine, was gibt's für die hier zu holen? Naja, also das Einzige, was mir entweder irgendwas mit irgendeinem Bewohner oder sie wollen an unsere Gurken. Ja, das kann auch nicht sein. Bin ich die Einzige, die dachte, dass Gurke und Tomate für Code ist, für Drogen? Naja, weiß ich, dass wir eine neue Mieterin kriegen demnächst, also dass hier Racer und Forty irgendwie eine neue Mieterin, ein Gespräch mit der neuen Mieterin haben heute, weiß ich das? Habt ihr das mitgeteilt? Also sie meinte ja bis eben, dass wir es noch nicht sagen. Also okay, gut. Jetzt noch nicht. Okay, gut, dann. Ja, dann sollten wir, vielleicht sollten wir die Bewohner hier sonst nochmal durchleuchten oder auch gucken, ob irgendwer von denen Stress mit irgendwelchen Gangs hat oder so. Ja, vielleicht quatschst du mit Forty und ich quatsch mal mit Rex. Mach ich. Okay. Mach ich gleich auf dem Weg. Dann bis später. Ja, wir sprechen uns. Er bleibt dann nach oben machen. Er bleibt dann noch unten und raucht eine und du machst sie nach oben, genau. Okay, dann währenddessen, Torch, du hast dein Werkzeug zusammen gesammelt und bist in der Wohnung von Dr. Carver und reparierst die Leitung. Ja, das ist der Plan. Ja, sie guckt dich nur an und meint, oh, gut, dass ich Urlaub habe, ey, sonst könnte ich dieses Gehämmer jetzt nicht brauchen. Aber gut, da hättest du es ja nachts machen können. Ja, du weißt doch, wir können doch miteinander reden und wenn es nicht gepasst hätte, hätten wir es verschoben. Aber du bist doch auch froh, umso eher, dass alles wieder funktioniert. Ja, klar. Und kannst du noch mal mit Forty quatschen? Ich habe noch keine Antwort, weil hier zwecks irgendwelcher Mietminderung, wenn ich eure Cyberware warte oder sowas, da hat sie noch nichts zu gesagt.
käme mir ein bisschen entgegen. Habe ich ein bisschen mehr Geld für neues Spielzeug. Du hast mit Silber gesprochen. Doch, ich habe sie schon mal angesprochen, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt oder Ton war. Keine Ahnung. Du kennst sie doch besser. Ich weiß nicht, ob ich sie heute noch sehe oder ob sie mit dem Weg läuft. Oder keine Ahnung, was sie hier so vorhat. Ja, ich behalte es mit mir im Kopf und wenn ich es sehe, dann die Gelegenheit ist gut, dann werde ich so davon sprechen. Ja, gut, danke, so, danke. Wenn sie gerade Emis drauf ist, mal gucken, wie die Situation ist. Kommt mir ja auch entgegen. Okay, gut, also du reparierst die Leitung und machst dich dann wahrscheinlich auch wieder zurück auf den zweiten Stock, in den zweiten Stock oder was du halt noch vorhast. Ja, genau. Genau, Grease, du bist, kommst dann in deiner Wohnung an, stellst die Gurken und Tomaten ab. Die Gurken stelle ich bei mir in der Wohnung ab und die Tomaten stelle ich auf den Flur, damit sich die anderen Stockbewohner sich dran bedienen können. Ich glaube, das machst du nicht, oder? Oder meinst du die anderen? Aus dem zweiten Stock, oder nicht? Ja. Können die sich da nicht dran bedienen? Ich weiß nicht, was ihr dafür für Regelungen habt, ob ihr das Zeug verkauft oder ob ihr es selber esst. Ja, keine Ahnung, oder? Wie viele Tomaten sind denn das? Ja, halt so ein Kistchen voll. Na gut, dann kriegen sie halt keine. Dann kriegen sie halt keine Tomaten. Mir auch wurscht, verkaufe ich sie halt alle. Voll der Altruist hier. Hey? Dann stelle ich alle bei mir in die Wohnung rein. Okay, alles klar. Und überlegst, wen du die Tomaten anbietest und wem die Gurken, ja. Ja, genau. Genau. Okay. Ich habe ja bestimmt Kontakte, wo ich, wegen dem Dünger, ne, den ich wegen dem Dünger anrufen könnte, den würde ich mal anrufen. Gut, dann wählst du ein bisschen durch und rufst diesen Typen an. Ja, der scheinbar noch schläft. Ja. Kannst du ihm eine Nachricht hinterlassen? Ja, ich spreche ihm aufs Band und sag: Yo, Grease hier, ruf mich mal an, wenn du wach bist. Ich habe vielleicht ein Geschäft zu erledigen für uns beide. Okay, legst auf. Währenddessen, Forty und Racer, ihr seid auf dem Weg runter in den zweiten Stock und euch kommt dann Dave entgegen, der ja, Bruder von Flint, mit seiner Knarre da im Hosenbund und meint, hey Forty, es gibt Tomaten, ich habe gerade Grease gesehen, können wir da eine abhaben oder wie ist das? Na klar, wir gehen uns mal eine holen. Also auf. Da klopft dabei mal an die Tür. Ja, wenn sie nicht von alleine aufgeht, dann klopfen wir an, ja. Also wenn sie abgesperrt ist. Ich würde sie erst aufmachen wollen und dann klopfen. Grease, musst du sagen, ob deine Tür offen ist? Würfel doch mal auf Glück. Was? Na, warte. Das wäre ja gut. 8. Wahrscheinlich eher nicht. Also dann klopfe ich mal lautstark an. Wer ist da? Forty? Das hört man ja. Doch am Klopfen? Ja, sofort, warte. So rhythmisch klopft keiner. Ja, ich mach die Tür auf. So, wir haben gehört, dass du Tomaten hast. Ja, zum Verkaufen. Ja, kannst ja einen Teil verkaufen. Ist ja gut, machst du ja auch immer super. Ja, aber ein paar, wir müssen ja, so 1, 2, 3... Mach mal 5. Wie viele sind es jetzt auch nicht? Wie viele sind denn da? Naja, vielleicht so ein halbes Dutzend. Also, ne, wenn du jetzt 5 willst, dann ist nicht mehr so viel zu verkaufen da. Na gut, dann machen wir 3. Also, her damit. 3 Stück? 3 Stück, ja. Du musst bedenken, wenn wir alle verkaufen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass du bald... Wir haben jetzt eine neue Mieterin. Alles gut, chill ein bisschen. Ja, okay, ich gehe zur Kiste. Ich hol mal das Geld raus und wedel so rum. Ich geh zur Kiste und such die 3 kleinsten Tomaten raus, die da besten, drin sind. Die besten und größten. Ja, selbstverständlich für dich immer. Ich such trotzdem die 3 kleinsten raus. Oh Mann. Super. Ja, genau. Hier, 3 Stück, wie du möchtest. Dankeschön. Mofa, du kommst da gerade auch vorbei, kriegst die Tomatendiskussion mit. Ich runze nur ein bisschen die Stirn, was die sich schon wieder streiten. Jetzt hätten wir keine anderen Probleme. Klopf hier einmal an den Türrahmen. Ey! Was ist euch? Ja, wir haben ein bisschen Stress mit einer Gang da draußen gehabt. Die haben sich hier das Gebäude genau angeschaut. Mit Gängern? Ja, die so blaue
Kopfbänder. Habt ihr die schon mal gesehen hier in der Gegend? Ich kann mit denen nichts anfangen, Royal auch nicht. Kann ich auch mal auf Ortskunde würfeln, ob das was bringt, oder? Kannst machen, ja. Ich auch? Ja. Jeder? Wenn jeder Ortskunde hat, dann würfelt halt da drauf, ja, genau. Ah, ich hab 14. 21. 24. Ja, dem Grease scheint es entfallen zu sein. Das sind die Blue Bloods, wie sie sich nennen, die Blaublüter. Genau, der Adel oder was, keine Ahnung. Ja, halten sich für was Besseres. Ne? Ja, genau. Und die sind ein paar Blocks weiter, haben die ihr Viertel. Ihr habt bisher mit denen noch nicht so wirklich Stress. Was die jetzt wollen, keine Ahnung. Aber das mit dem Gemüse scheint dir, Mover, jetzt die wahrscheinlichste Variante zu sein. Weil die auch so dicht dran wohnen, dass sie ja, das wissen könnten. Oder sie haben davon gehört von irgendeinem Mieter bei euch im Haus, den sie für irgendjemanden ausspielen. Vielleicht hat das was mit unserer neuen Mieterin zu tun. Wir haben eine neue Mieterin? Warum weiß ich davon noch nichts? Ja, die ist ja heute erst durchchecken. Und die Tomaten waren wichtiger. Monty, du musst doch wissen, wenn du hier in dieses Haus lässt. Du bist immer so unvorsichtig. Ja, so bin ich halt. Also, wie heißt sie denn? Ist eine Frau, sie heißt Jane Smith. Sie wohnt im dritten. Jane Smith. Monty. Jane Smith. Ja, was denn? Nie im Leben heißt die Jane Smith. Hast du dir eine ID zeigen lassen? Hast du die checken lassen von Torch? Hast du Background-Check machen lassen? Also nein, natürlich nicht. Guck, ich habe hier Geld. Das ist super. Das langt. Ja, war sehr freundlich. Wie viel Geld hat die dir denn gezahlt? Das ist doch nicht nur eine Monatsmiete oder nö, so. Nö, doch das nein. Okay. Also, das sieht sich unser Gebäude aus. Sie hat von einem Kumpel von dir gehört, dass es hier gut ist, Grease. Und wie heißt der Kumpel? Von mir. Ja, was weiß ich, wie der Kumpel heißt? Das hat sie doch nicht gesagt. Was habt ihr denn für Probleme? Hauptsache Geld. Aber wenn die hier Ärger macht, dann haben wir... Ja, wir können ja mal hochgehen. Doch, es ist halt eben so eine Ältere, die macht doch keinen Ärger. Wie kann die denn Ärger machen? Also ich würde sagen, vielleicht kann Torch da ja mal irgendwie einen Background-Check machen oder so. Oder ob er irgendwie über sie was findet. Ansonsten, ja, Grease... Wenn die angeblich von einem, also auf jeden Fall scheint sie dich ja zu kennen. Irgendwie. Anscheinend kennt sie irgendeinen Kontakt von mir, aber ich wüsste nicht wen. Da muss ich auf jeden Fall bei ihr nachfragen. Von ja, dann gehen wir doch einfach mal hoch. Lass uns doch mit ihr reden. Nein? Okay, ich bin schon aus der Tür und gehe. Welches Stockwerk? Welches Apartment? Drittes Stockwerk. Okay. Ich gehe mal nochmal zur Tomatenkiste. Ich hab die Tür hinter mir zugemacht. Ich war im Zimmer. Okay. Nein, ich nehme natürlich keine Tomaten mehr mit. Ich gehe auch mit hoch. Ich will die jetzt nicht einschüchtern oder so. Ich bin nur neu. Ich will mir das nur mal anschauen. Ist die irgendwie mit Gepäck gekommen? Du warst immer noch dabei, ne? Ja, das habe ich immer dabei. Das ist ja, also... Das lege ich doch nicht weg. Ich bin doch nicht bescheuert. So. Ja, frag ja nur. Das habe ich mir so umgehängt. Häng ich mir so um oder so. Nee, aber weiß ich nicht, ist die mit Gepäck oder Koffern oder irgendwas gekommen? Ich weiß gar nicht, ob du das beschrieben hattest oder nee, so. Oder Racer, die hatte nichts dabei, oder? Ich hab nichts gesehen, ne. Also ich hab auch nicht so drauf geachtet, also ist doch völlig irrelevant. Okay. Wir gehen mal hoch, also tap, 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 tap. Ach, was ist wohl mit Jane Smith los? Das erfahren wir dann in der nächsten Folge, wir machen hier mal einen Cut. Danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr wieder dabei seid. An der Stelle auch mal vielen Dank für meinen Grafiker, der immer diese geilen Overlays hier macht. Schaut mal bei ihm auf Insta vorbei, Very Serious Design, verlinke ich unten auch in der Beschreibung. Und dann, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, ciao.